Was macht der Soldat, wenn er ins Manöver zieht? Er gibt natürlich sein Bestes für seine Einheit, für den Bund, für Frieden und Freiheit. Aber Soldat sein ist ja nicht alles. Mensch sein, auch im Manöver. Und dazu gehört auch die Verbindung nach Hause. Und wer ist für das Menschliche zuständig in diesem unseren Lande? Wer schlägt so menschenfreundlich die Brücke von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herzen? Nein, es ist nicht der Bundeskanzler. Es ist tatsächlich die Bundeswehr. Und die Post hilft ihr dabei. Zwei riesige staatliche Institutionen haben sich verbündet, einen Liebesbrief zu transportieren. Damit dies alles künftig noch schneller und sicherer geht, damit der Soldat im Felde jederzeit auf Seelenertüchtigung durch einen farbigen Hochglanz-Liebesgruß rechnen kann, auch und besonders im Verteidigungsfall, hat der flinke Igel ein neues Feldpostsystem ausprobiert und für gut befunden. Wir wollen sehen, wie es funktioniert. Erste Station des Feldpostbriefes. Ein ganz gewöhnlicher Briefkasten. Von Bundeswehr weit und breit keine Spur. Feldpostbriefe an Manöverteilnehmer müssen neben Namen, Einheit und Feldpostleitzahl auch das Empfängerpostamt tragen. Sonst kommt die Post aus dem Takt. Der Transport auf Schiene, Straße und in der Luft liegt noch allein bei der Bundespost. Ein Brief soll ja am nächsten Tag beim Empfänger sein, sagt die Bundespost. Auf dieses Klingelzeichen hin kommen sich Bundespost und Bundeswehr zum ersten Mal nahe. Dann Feldpost abholen. Ist was da? Ja, einen Moment, ich bringe dir die Sendungen. Nein, trotz der nächtlichen Stunde. Dies ist kein Kontakthof für zwischenmenschliche Beziehungen, vielmehr eine Art Endstation. Für unseren Brief nämlich. Dieses Postamt ist zuständig für den Bereich, in dem unser Wehrpflichtiger übt. Nur dass kein Postbote, Verzeihung, Postzusteller, die Briefe verteilt. Das übernimmt die Bundeswehr jetzt in eigener Regie. Allerdings mit Hilfe der Post. Denn in den Feldpostleitämtern und Feldpostämtern der Bundeswehr arbeiten bei Übungen und im Verteidigungsfall nur eingezogene Mitarbeiter der Deutschen Bundespost. Mob-Postler, wie man sie nennt. Was ist nun neu an diesem Feldpostkonzept? Die Bundeswehr benutzt das schnelle zivile postalische System bis zum jeweiligen Empfängerpostamt. Das bundeswehrinterne Feldpostsystem beginnt in der Feldpostleitstelle. Hier läuft natürlich auch die aus der Truppe kommende Post durch und wird ordnungsgemäß freigestempelt. Die Feldpostleitstelle, Teil eines Gerätedepots, liegt in der Nähe des Empfängerpostamtes. Die von dort abgeholte Feldpost wird hier vorsortiert für die Feldpostämter, von denen mehrere an eine Feldpostleitstelle angebunden sind. Gebündelt werden die Grüße von daheim dann zu den einzelnen Truppenteilen befördert, aber nicht direkt. Das wäre zu teuer, zu personalintensiv, wie es in der freien Wirtschaft heißt. Das neue Feldpostkonzept für den Verteidigungsfall nutzt deshalb den Versorgungsweg der Truppe. Genauer gesagt, rund 20 Gerätedepots. Ersatzteile werden täglich gebraucht, besonders in hochtechnisierten Streitkräften. Da bietet es sich an, dass der Nachschubfahrer auch den Postsack mitnimmt zu den Versorgungspunkten der Großverbände. Hier sind die Feldpostämter. Hauptgefreite Karla, ich möchte die Post für die Stabskompanie 1. Gebirgsdivision. Ja, den Ausweis dabei? Ja. Der Postbeauftragte seiner Einheit. Er muss sich ausweisen und zusätzlich eine Vollmacht vorlegen. Kein Postler, sondern ein Soldat, der in einem wichtigen Punkt denselben Status wie ein Postbeamter hat. Auch er ist auf das Postgeheimnis verpflichtet. Herr Reichhold! Hier! Habe Post für Sie! Ja, so ein Glück! Für Sie ist nichts dabei, heute leider nicht. Vielen Dank. Ja.
Nicht länger als 2 Tage soll der Brief unterwegs sein, nach dem neuen Feldpostkonzept. Das klappt auch in der Regel, wie der erste Großversuch anlässlich der Heeresübung Flinker Igel zeigte. 2 Tage sind eigentlich eine kurze Zeitspanne, aber im Einzelfall können sie eine unendlich lange Zeit bedeuten. Hallo Klaus, anstatt in der Disco musst du jetzt für den Bund tanzen. Ich freue mich schon, wenn du wieder hier bist. Ob mein Brief dich erreichen wird?